wenn nur noch ein Mensch noch wäre, der Glaube hätte, so schlimm wird es nicht. Nur ein Mensch noch wäre da die Kirche. Gott hat gesagt, sie wird nicht untergehen. Aber ich finde es scheußlich, wenn ein Papst selber dann sagt, der Letzte, naja, es ist halt so, die Kirche geht halt immer weiter runter, bis es ganz klein noch ist, aber dann steht sie wieder auf. Papst, du bist doch Vater. Wenn es so klein wird, was ist denn mit deinen Kindern? Kümmert dich das gar nicht? Und heute habe ich die Befürchtung, dass immer mehr auf die Nächstenliebe geschaut wird. Und der heutige Papst sagte, schaut öffentlich, übt zuerst einmal die Nächstenliebe, dann kommt die Gottesliebe von selber. Ich habe aber gehört, dass Gott sagte, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüt und all deinen Kräften. Das, sagt Gott, ist das erste Gebot. Und dann das zweite ist wohl diesem gleich, aber das zweite, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und das hat man vor vielen Jahren einfach umgekehrt. Man hat die Nächstenliebe als Nummer eins genommen, das andere als zweite. Schon wieder Gottes Wort umdrehen. Ich kann nicht einen lieben, der mir abscheulich ist. Nehmt ein Beispiel, da kommt einer total betrunken, die Nase, Schnuddernase läuft über das ganze Gesicht, über die Lippen und alles, torkelt hin und her und stinkt wie einer, der 5 Wochen sich nicht gewaschen hat und will mich umarmen. Gott sei Dank habe ich das erste vom Hauptgebot. Ich schaue hoch, sage schon, der Vater, der. Und dann kommt der Vater, den ich über alles liebe und sagt, bitte mir zu lieben. Denn auch er hat die Seele, auch er ist mein Kind. Versuch ihn zu. Und meine Antwort, aber nur dir zuliebe kann ich das.